Hallöchen, meine Lieben, und seid recht herzlich willkommen zum zweiten Placement-Match, nachdem wir letztes Spiel mit Akali im Jungle abgeräumt haben. Sind wir jetzt beim zweiten Placement-Match? Ich pack mal wieder den Rengar aus. Jetzt ist die große Frage, die Frage der Fragen. Mit Kapuze oder ohne? Mach mit. Okay, mit. Okay, jetzt lache ich. Hier, Kapuze. So. Genau. Wieder mit dabei ist unser God of Trickster alias Clown on Crack. Und noch ein guter Kumpel, der Holzner, der allerdings nicht im Spiel ist, sondern nur im Skype. Ja, mit dem machen wir nachher noch ein Spiel. Sollte ich nicht schon eingeschlafen sein. Und ja, Red Buff spawnt. Es beginnt die Jagd nach Trophäen. Diesmal schaue ich ordentlich zu smiten. Ich hatte erst neulich ein ziemlich Kackspiel. Ein ziemlich ziemlich. Rise First Läuft. Blood, okay. GG. Ich hatte erst neulich ein ziemlich Kackspiel, wo mir mein Top-Laner den Red Buff gestohlen hat. Gegner haben Hecarim im Jungle, habe ich ein klein wenig Respekt vor. Boostet. Ja, Illaoi ist schon gestorben, das sieht man natürlich gerne. Wir versuchen Level 3 zu machen. Beziehungsweise Level 6. Ist halt doch ein Rengar. Ich bin nur am Überlegen, wie wir den jetzt bauen. Man könnte theoretisch wieder standardmäßig, wie ich das so ziemlich immer mache, unser Diamant kaufen. Wäre halt Clear Speed. Okay, Hecarim war gerade Top-Lane. Das sollte jetzt vermutlich demnächst Midlane kommen. Oder er geht Jungle. Ich könnte jetzt natürlich auch schnell in seinen Jungle runterlaufen und versuchen, da was zu stehlen. Aber da mache ich lieber meine Hälfte. Und Illaoi stirbt schon wieder. Rise full life, okay. Er tötet mich Schwarzes. unterm Tau. What the fuck? Wie es aussieht, werde ich schon wieder gecarried. Das gefällt mir natürlich. Rise Map Awareness hoch 10. So, weit, weit, weit. Nice. Juhu. Oh, das. Oh, Busch, oder? Ja. So Wer einen hat guten Speed? Gank, natürlich super nice auf Rengar. Jetzt schon in so einem frühen Stadion. Normalerweise ist da bis Level 6 ziemlich Flaute. Aber, what? Scan. Ich habe Vigar nicht bekommen als Stack. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja. Aber ist mir auch egal. Vigar wird mit Level 6 sterben. Kann ich euch jetzt schon sagen. Erster Gank, Vigar. Top-Lane gewinnt. Okay, Botlane könnte man einen Double Kill abholen. Klingt natürlich auch verlockend. Und jetzt gehen wir erstmal shoppen. Wobei Brand natürlich. Weiß ich nicht, ob ich da ganken soll, kann, darf.
So, scheiß auf Tränke. Braucht man nicht. Für was gibt's die Blumen im Jungle? Und wir sind schon fast Level 6. Oh, Hecarim! Du Bitch! Wenn ich den bekomme. Wenn ich den in die Finger bekomme. Das ist Full Life. Ist mir egal. Oh Mann, das wäre mein Level 6 gewesen, vermutlich. Okay, dann mache ich halt noch Wölfe und Red Buff, sollte auch genügen. Okay, nicht ganz. Grom gibt ja nicht so krass XP. Okay, mit dem Red Buff definitiv dann Level 6. Okay, ich habe das Doppelte an Hecarims Farm. Okay, jetzt bin ich Level 6. Noch kurz Red Buff und dann werden wir versuchen, Midlane zu ganken, wenn unser lieber God of Trickster nicht überpushen würde oder jetzt sterben würde. Na na. Okay, er bekommt mindestens noch einen. Soll ich drauf gehen? Ja. Freaky. Okay, er ist schon wieder ziemlich voll. Ah, was? Ich glaube, da habe ich zu wenig Damage. Er hat noch Cage. What? Nice. Nice. What the fuck? War das denn? Ah, Botlane. Die bingen mich, ich soll reingehen. Ich gehe rein. Und die folgen mir nicht. Ja, GG. Wayne mit Triple Kill oder Double Kill, ich weiß nicht. Double Kill. Red Buff auch noch. Ash, natürlich, Entschuldigung. Red Buff auch noch. Talon bekommt von mir den Blue Buff. Noch ein Drake. Okay. Nice. Okay, das schafft er jetzt auch selbst. Was war das für ein Kack-Call von unserer Botlane? Aber ist okay. Zum Glück gewinnt jede verfickte andere Lane, sonst würde ich die jetzt claimen. Lol. Die Frage ist, können wir einen Hecarim Counter jungeln? Bin auf dem Weg. Hui! Ich hab Angst, dass hier wer drin ist. In der Busch. Ich hab keine Wards gerade. Trappen die mich? Nö. Okay. Nice! Bryce stirbt. Er hat sich runter, die Beat ist unten gestorben. Ah, Botlane!
Double Kill, Free Double Kill. Bin allerdings ein bisschen weit weg. Ich gank als nächstes einfach auf der Midlane. Versuche uns total und ein klein wenig zu feeden. Rake. Na gut. Ja, zuerst kurz Doppelane dürfen. Oh fuck. Okay, die sollte sterben. Gut. At least noch einen Support bekommen. Ja. Langschwerter, wir waren Langschwerter. Schwarzes Bein habe ich noch nie gekauft. Lol. Hecarim will's wissen. Schaffe ich denn? Ja, ich habe mir mal gewusst. Sind drei. Oh fuck. Hättest du mal früher sagen können? Na, Drake ist weg. Ist mir egal, ich habe mein Red Button. Fire Drake. Das Spiel Dann. Hat so gut gestartet und jetzt plötzlich schafft Illaoi unseren Rice. Ja, nice. Mit 1-6. Oh, fuck it. He carry. Yep. Es geht natürlich gut. Grabe wurde nicht gemacht von unserem Gegner, wie lazy. Hast du ein Wort? Na. Soll ich einfach jetzt reinlaufen? Ja. Nice. Pushen? Ja. Ja. Na. Das Farmduell der Giganten. Danke. Ach, Brand. Ah, Brand auch noch, okay. Gut, gehen wir drauf. Besser weiter farmen. Den Tau müssen wir einpushen. Tau fürs Blatt ist zwar schon gefallen, aber wir wissen ja, die meisten Spiele werden durch die Midlane gewonnen. Und mir fehlt noch Ashe und Brand. Ashe und Brand muss ich noch für meine Kette töten. Blue Buff? Ja. Danke. Okay, wir werden aber vermutlich doch jetzt auf Infinity Edge gehen. Crit Rango. Hecarim's Red Buff spawnt bald. Hecarim ist da. Hecarim ist Doppeln. Okay, Rice ist dead.
Okay, zu dritt pushen wir hier. Nice. Ich. Oh fuck. Damage. Ah. Er stört. Aua. Hat zwar weh getan, aber Ash ist tot. Okay. Ah, das ist jetzt ziemlich kacke. Ich bräuchte ein wenig Lifesteal, da die doch recht guten Schaden machen. Allerdings wäre Black Cleaver auch ziemlich nice. Die. Black Cleaver, Hydra oder Infinity Edge? Black Infinity. Cleaver ist halt CDR. Ja. Okay, Infinity. First, dann Black Cleaver, dann Hydra. Oh, vielleicht auch Dusk. Ah, Duskblade, wenn dann. Okay, nee. Nightblade. Infinity. Ah, scheiße. Beil und dann noch. Thank you. Team! 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 Ah. 12 Sekunden Red Buff Drake in einer Minute. Botlane pusht. Scheiße. Kommen die? Na. Okay, ich split push einfach hier mal ein klein wenig. Könnt ihr werfen? Fragen wir so. Muss auch hochrummen. Ich bin top. Okay, jetzt ist Vigar hier. Okay, die kommen jetzt vermutlich. Yeah. Three kills. Three kills. Ash. 10 HP. Nice. Nice. Danke, OP. Free kills. Wow, wie geil ist da? Wo? Da. Oder doch nicht. Achtung. Okay, auch nicht. Hier, Drake, Drake, Drake. Cloud Drake, der wichtigste Drache im Spiel. Achso, ist Wasser Drake, okay. Movement Speed out of combat, was will man denn mehr? Sound lucky. Ah fuck. Hier steht doch da auch ja noch. Brand. Blue Buff spawned von den Gegnern. Hecarim. Alle hier. Ah fuck, Hilo, ich push Doppeln durch. Oh oh. Close. Das war close. Wo ist Vigar? Vigar kommt vermutlich. Fuck. Schaffe ich die noch zu zweit? Ich glaube wohl nicht. Nein. Oh, die pushen jetzt hin. Ich bin tot, ich bin okay, ich lebe.
Okay, langsam, aber sicher bekommen wir Damage. Wir müssen nur mal shoppen gehen. So, Black Cleaver als nächstes hier. Ablenkzeitverringerung. Es ist natürlich wichtig, dass wir unser Ult so oft wie möglich haben. Die Frage ist, baut man gegen die Gegner Magieresistenz? Ja. Vigar tötet einen, so oder so. Hexdrinker. Hexdrinker? Ja. Full Damage, Rengar. Full Damage. Nice looks da. Okay. Boosted. Gut, drin. Ready. Soll ich reinkommen? Mhm. Flash, no flash. Doppel. Doppel, Freaky. Okay, die wurde gepinkt. Die pushen uns total ein. Aua. Ah. Nichts zu machen, die töten uns. I need you, love, I need you, love. Die spielen aber auch ziemlich gut zusammen. Ja. Die wissen, hier ist ein Rango Main und deshalb teilen die sich auch nie auf. Rengar ist ziemlich krass gut, um so Picks zu machen wie vorhin, aber hier in der Gruppe kann ich wenig machen. Brand, alle hier. Boah, der Slow, Jungs. Miki. Nice. Du bist weg. Ach, ja. Lol. Was, der will mich nicht? Was für ein Noob. Okay, die Kills hätte ich wohl doch besser dir lassen sollen. Oh, Illaoi. Na, sketchy. Naja, Rengar hat halt doch weniger Impact im Late Game als du, deshalb. Okay. Wie ihr hier seht, die Picks easy peasy. Die Sache ist, ich glaube, ich kann die jetzt sogar zu zweit töten, wenn ich ulte. Nur wenn ich gestunt werde oder irgendwas, bin ich tot. Das ist aber Rango. Oh, Infernal Drake, nächster Drache. Wir haben ziemlich die Oberhand vom Spiel. Die Gegner sollten den eigentlich jetzt nicht contesten können. Hoffen. Ja, wie machst du? Engage? Mhm. Ah. Engage?
Ich bin low. Okay, du hast deutlich zu viel Geld, um zu fighten. Das Ding ist, zurückkehren will ich jetzt auch nicht, da wir gerade so schön gegroupt sind. Ah, oh, fuck. Okay, Hecarim, glaube ich. Ich bin da. No ult ready. Not engaged, do not engage, do not. Okay, er said that. Okay, er lebt noch, what? Mhm, Warding natürlich auch wichtig. Ich geh kurz back, ich hab zu viel Geld. Meine Kette ist full gestackt, das heißt, ich habe 20% zusätzlichen Schaden. Schade, dass das genervt wurde. Hex-Drinker. Hex-Drinker hier. Und danach gehen wir vermutlich noch auf den Randuin. Irgendwas, was lebt. Oder GA. Oder. Sisirot. Deathman's Blade. Deathman's Blade. Deathman's Blade, super Idee. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, habe ich das halbe Video über Dialekt gesprochen. Wäre möglich. Na. Nicht? Oh mein Gott! Okay. Der chased mich nicht. Warum chased mich hier Karim nicht? Ich glaube, er hat Angst vor mir. Er steht selbst 873. Hat aber nicht mal halb so viel Farm. Talon ist legendär. Rengar ist legendär. Wenn wir eine Fußballmannschaft wären, wären wir Team Legendary. War nicht witzig, oder? Okay. Oh, fuck, fuck, fuck. What? Tausender Crits lasse ich jetzt schon raus. Krass. Zwei Gegner sind tot. Wie viele sind Top-Lane? Illa Loli. Die ficke die. Oh, Ash, du wirst so sterben. Hey, Kerim! Du hörst noch Ash. Ah. Auf Hecarim, Brand kommt auch noch, Brand. Okay. Oh fuck, Ash Arrow, okay. Okay, do not chase. Chase! Chase ist ein Champion in LoL, das wissen wir ja. No, LoL. Ah, LoL, Blutung. LOL. Ja, OP. Du machst Damage. What? Blut macht 600 Damage. Danke. Du Bitch. Ja, jetzt fällt mir gerade ein, warum ich immer so gerne Rengar gespielt habe. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Und jetzt sogar noch stumpfer, seit er reworked wurde, da muss man einfach nicht mehr drüber nachdenken, was man macht. Man ultet und tötet. Das ist eine Tötungsmaschine. Two-Shot. Mein Q macht, okay, Moment. 300 etwas Schaden. 400 fast. Okay, ich baue mich mal weg. Das Ding ist halt, ich kann nicht alleine gegen 5 Leute reinspringen. Ich glaube, ich splitte am besten einfach. Als letztes Item, Deathman's Blade.
Deathman's Blade. So. Bin auf dem Weg. Oh, Jumus wäre natürlich auch super gewesen. Genau, Jumus. So viele schöne Items. Drake spawnt bald. Das läuft schon. Unser Team pusht in der Zwischenzeit. Ich mach den Break. Schon wieder hier nur ein Wasserdrache. Ein Lifesteal wäre natürlich auch nice. Ich brauche Haarheiten. Er spielt sich den Botlane Farm holen. Ah, Brand ist auch noch da. Er ist alleine, schaffe ich. Ah, schaffe ich noch in dieses Gebüsch? Ah, die hat mich, glaube ich, gesehen. Ah, fuck. Okay, und Hackerin kommt. Oh mein Gott, der Ghosty. Ah. Die haben zu viel Angst vor mir. No. Blue Buff auf Rengar ist wichtig. Ja. Okay. Ich meine ja bloß, wenn Rengar keinen Blue Buff braucht, wer dann? Ja, vielleicht Talon, vielleicht. Ilaoi will solo engagen. Okay, die sind zu zweit. Wir könnten Baron. Fighten. Okay, ich bin auf dem Weg. Ups, ich bin immer gängerisch im Base. Zum Thema für nach mir. Triple Kill. Du bekommst da allerdings keinen Pentakill. Easy win. Easy win. 16, 2, 12. Liga könnte ich nochmal holen. What? Okay. Nein! GG, well played. Ich steige also auf. Wir sehen es im nächsten Video. Ich sag da, wo ich aufgestiegen bin. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann und ciao.